Bananen, guten Tag und herzlich willkommen zu einem Video, und zwar FM13. Und ja, wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei den letzten Partien. Und ja, wir wollen hier ganz einfach noch ein bisschen reden. Säumel hat gut trainiert. Okay, Clem hat ebenso gut trainiert. Bukwa brauche ich im nächsten Spiel in Topform, das heißt, ich muss ihn spielen lassen. Gebe im Training alles. Bukwa muss ich spielen lassen, das heißt, wir bringen gleich mal Bukwa und ja. Wir haben hier noch ein neues Angebot von einer Baufirma, was wir direkt unterschreiben. Und dann bringt unsere Mannschaftsglück noch großen Anklang. Hier unten seht ihr, ich nehme gerade um 22 Uhr auf. Keine Ahnung, was ich das bringen soll, aber Fun Fact nebenbei. In Montenegro, Nordisland oder Nordirland oder gar keins, was ich auch. Die Option gar keins wähle ich auch aus. Weil ich mich aktuell einfach vollkommen auf Sturm Graz konzentrieren könnte, will, aber. Jo, wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja ganz einfach, dann schreibe ich euch vielleicht das nächste Mal dann, Subjects oder so. Und ja, dann können wir gleich mal in die Partie hineingehen. Und, jo, Textmodus, kämpft um jeden Ball. Einstellungen, hier wähle ich bei Spielgewinn auf rasend schnell. Und dann machen wir. Vollen Angriff, der wäre jetzt mit dem System eher defensiv ausgerichtet. Wir sind offensiv ausgerichtet und Weber kann den Ball in aller Ruhe führen. Man legt den Ball auf Keins, der einen hohen Pass auf Darko Bodol spielt. Dann pflückt sich den Ball mit der Brust aus der Luft und vollendet Volley zum 1:0. 5 Minuten gespielt, 1:0. Jo, kann man mal annehmen. Jetzt dürfen wir nur nicht dieses 1:0 verlieren oder so. Hat da in einem Zweikampf mit das Blaue Sorgen, das ist eine ganz schöne Schwellung. Es sieht ein bisschen wie ein Boxer in der letzten Runde aus. Weder Stefan Schücklen noch Fellen auf der anderen Seite stand im Abseits. Beide Male ist jedoch die Fahne oben. Und jetzt hat WRC eine Riesenmöglichkeit. Eine Mich-Bolvarino-Flanke. Landet rechts auf den Kopf von Stückler, braucht den Kopf, weil ungedeckt war, nicht einzugreifen. Okay, passt. Schlägt den Ball flach nach hinten, aber Christa ist da äußerst aufmerksam und sichert sich den Ball vor. Christa. Jürgen Säumel. Wir gehen hier drüben auf die Statistiken. Es gibt 11 Meter und Gelb für Ferdinand Feldhofer. Er schießt links unten. Falk zeigt frech auf die untere rechte Ecke. Ja, links ist, schießt aber links um. Nimmt einige Schritte Anlauf. Aber Deuter Christian Kratzer entscheidet richtig und kommt mit beiden Händen an den Ball. Es bleibt beim 1:0. Yes! Super crazy. Sturm Graz Fans. Oh, ich dachte schon, ein FM ist abgestürzt. Hat's das schon jemals gegeben, dass das FM 13 abgestürzt ist? Ne, glaub noch nicht. Mega Chance. Beim Konter auf Stückler, der unter sich begraben kann. Okay, passt. Okay, jetzt drückt nämlich gerade WRC ein wenig. Freistoß von rechts. Madl mit einem Freistoß von der rechten Seite. Verzieht aber völlig und es gibt Abschluss. Aber jetzt eine Chance für uns. Buck war mit einem dynamischen Antritt in die Gasse, aber Nina Jovanovic grätscht den Ball um List ab. Gute Aktion des Verteidigers. Jetzt die nächste Chance für uns. Nach einer Flanke von Säumel verschätzt sich Dobnik und da läuft der Ball hinter ihm, steht aber Solano, der auf Sichert geht und zur Ecke klärt. Ecke von rechts, Bukwa. Erst in diesem Spiel. Ecke, Bukwa, Kopfball, Darko Bodos 2:0. So einfach ist das. Ja, so einfach ist das. Ecke, Bukwa, Kopfball, Bodol 2:0 und drin ist er. Yes, super. Ist eigentlich ohne Chance gegen den besser postierten Milan Dudisch. Aber durch einen Geschick kommt er noch an den Ball und Töpf knapp am Tor vorbei. Die doch alles genau und er schädet auf Stürmerfall. Gut so. Können vielleicht nochmal auf vollen Angriff machen. Etwas Platz nimmt die Einladung gerne an. Sei es 2 Meter über dem Tor. Verstehe die Ballbesitzstatistik noch immer nicht, wie die entschieden wird. Nach dem Ballbesitz normalerweise, aber
Jo, sollen so viel Ballbesitz haben, wenn sie wollen. Kröpfel bringen vielleicht. Nope. Loben wir Bodo, loben wir Kratze, loben wir Dudic. Motiviere hier oben nochmal Bukwa, den habe ich nämlich die Chance gegeben. Und dann bekommen noch drei. Ja. In der zweiten Hälfte drehen wir dann nochmal richtig auf. Zakani legt den Ball nach links raus zu Michel Bulforino, dessen scharfe Flanke aber lenkt Christian Kratze zur Ecke. Okay, okay, jetzt schon Eckball für WAC. Ist ein Tick zu kurz und kein Problem für Dudic, der den Ball auf Kosten einer weiteren erklären kann. Also Lano hätte den höchsten Not gegen Bodul, der Stürmer hätte uns freien Lauf gehabt. Lindler hält einen guten Pass von Bulvarino, aber legt sich den Ball zu weit vor, die Chance ist vertan. Irgendwie, wir führen zwar 2-0 und damit kann man auch zufrieden sein, bin ich auch, aber wir führen 2-0, aber zufrieden? Naja. Weil die können jetzt ganz einfach jetzt bieten einen 5. Jetzt zum Beispiel eine. Siehst du? Steht 2-1. Und jetzt muss man aufpassen. Siehst du? Und jetzt gleich das 3-1. Lange Pass im Rosabic auf die Reise. Der bisher unauffällige Ungar flankt von rechts auf Dako Bodul. Doch Solano kann den Pass zur Ecke abgrätschen. Ecke von rechts und zwar Bukwa. Zweite in diesem Spiel Bukwa, Solano, dann gewinnt gegen Bodul, bevor dann der Ball vor den Strafraum, doch der Ball kommt vor die Füße von Imre Sabic, der ihn annimmt und dann entschlossen abzieht. Keins steht in der Schussbahn und fälscht den Ball mit der Hacke ab, ist ein Doppelnick, ist chancenlos, aber der Ball kullert um Zentimeter am Tor vorbei. Jetzt die Mega-Chance, nächste Ecke von Bukwa. Doppnik kommt zunächst zögerlich heraus, hat aber das Glück, dass Tono vor dem Ball in seiner Richtung so hatte, dass Leder gerade noch im Nachfassen vor dem Einkauf bereiten soll. Sicher Torschützen. Jetzt schießt Bukwa Baldorf an und holt einen Eckball aus. Die waren jetzt zweimal mega gefährlich. Wird in diesem Spiel pflückt den Ball sicher runter. Georgi Dier war jetzt nicht so. So ist der falsch doch gerade, kommt aus dem Tor und pflückt den Ball, hohen Ball sicher runter. Gute Flanke von Bukwa auf den Kopf von Imre Sabic, aber dessen Kopf mal geht weit über das Tor. Okidoki, passt. Wen bringen wir? Ich bring Cem für Keins. Oder vielleicht bringen wir Neuhold. Und zwar für Dudic. Wäre es jetzt aktuell nicht so knapp, dann würde ich einen Bodul auswechseln. Der mit Übersteig auf Flanke kommt hoch und weit genau auf die Brust von Bodul, der sich den Ball zunächst schön vorlag, dann noch in die Wolken schießt. Hebt ruhig die Hand und muss nicht eingreifen. Okay, okay, jetzt kommt Neuhold für Dudic. Die Uhr trägt momentan die Farben, doch auch das Spiel trägt momentan die Farben von Sturm Graz. Schöne Flanke. Scheiße. Voller Angriff. Burschen, jetzt nochmal eine Schlussoffensive vielleicht. Jetzt nochmal eine Schlussoffensive. Jetzt noch vor der 80. noch ist 3-1 schießen. Und damit gleich einmal alle Chancen von WAC dementieren. Doch ein hartes Duell an der Außenlinie und bleibt schließlich siegreich. Kann da vielleicht doch mal einen neuen Mann bringen. Vielleicht in der Offensive mit Sukuto Bas und noch mal einen Typen. Oh, ich bringe ihn für Sabic. Ich bringe jetzt mit Sukuto Bas und noch mal auf der Flanke. Auf dem Flügel noch einen guten Mann. Okay, nicht so schlimm. Und jetzt eine Mega-Chance. Rücken von bekommt den Ball. Auszugucken. Yes! Eine Minute Nachspielzeit und war's das? Das war's! 2-1! Kämpferherz bewiesen. Bin zufrieden. Wir schauen uns gleich mal die anderen Ergebnisse an. Ried schlägt Wiener Neustadt mit 4-2.
Austria schlägt die Admira mit 2-0. Mattersburg schlägt Innsbruck mit 2-4. Und Salzburg schlägt Rapid Wien mit 3-0 und katapultiert sich damit an die Tabellenspitze. Ja, diese eine Niederlage in der Tabelle, sind wir nun auf Platz 3 und im Keller, ja, Keller gibt es eigentlich noch nicht, ist an der Tabellenende, ist aktuell. Wacker Innsbruck vorne ist aktuell mit 10-10, 7-7, 6. Und jetzt geht's gegen Rapid Wien ins normale Topspiel, was im Normalfall eigentlich auch der OF übertragen wird. Was? Sieht das aus? Kann man mit Keins noch reden? Nee, leider nicht. Aber übrigens die Vertragsverlängerung, vielleicht haben einige Leute bereits gefragt, was es mit den Vertragsverlängerungen auf sich hat, weil da mehr als 10 Spieler steht. Ja. Das Problem ist nur, ich kann jetzt zu Saisonbeginn, weiß ich noch nicht, wer für die Mannschaft wie wichtig ist. Und darum kann man einfach zu Saisonbeginn überhaupt noch nicht die Verträge verlängern. Das ist meines. Puck war, ist in Form und hat gut trainiert. Freut sich über diesen Lob. Keins ist auch gut in Form. Sagen wir dem auch nochmal, dass er gut trainiert hat. Und jetzt ist der auch noch moralisch gut in der Verfassung. Vielleicht bringen wir so gute Base für das Match gegen Rapid Wien. Könnten wir machen. Ich bin übrigens gegen Austria Lust, ne? Pokal, aber. Ja, Transferbudget ist noch nicht ausgeschöpft, aber ich werde mir das eher für den Winter aufbewahren. Das Transferbudget. Uldanovic hat gut trainiert. Dann sprechen wir vielleicht nochmal mit Okotje. Keine Ahnung, warum mit Okotje. Der soll im Training alles geben. Das Problem ist, dass unsere Mannschaft einfach aktuell so gut, weil ich könnte vielleicht einen Weber auswechseln, nur für wen? Für wen? Mein Gott, weil der nicht in Form ist oder gute Moral hat. Der ist eine gute Mutter. Und sonst hat jeder entweder gute Moral oder eine gute Form. Ich weiß, dass da unten Kröpfl auch. Aber dafür spielt man. Bring mal Bukwa. Oder wert mir Erfahrung. Minus 1. Kröpfl. Weil das einfach ein wichtiges Match ist. Er hat auch minus 1, aber er ist älter. Ich bin Bukwa. Und passt. Dann gehen wir auf in die Partie gegen den SK Rapid Wien. Ein Dreier, ein Remis schaffen wir mindestens. Ein Dreier jetzt hier gegen Rapid Wien wäre schon einmal gut. Doch statt zu schießen, schlägt der Mittelfeldspieler noch einen Haken und verständelt so die Chance. Steffen Hoffmann flankt von links, kratzt als Rettungsversuch in Füßen von Deni Ala, der schafft zurück in die Richtung. Und dort schießt Gute Ball gestellt jedoch drüber, Gott sei Dank. Skarabit köpft eine Flanke von rechts zu kurz und in die Mitte weg, wo Nikola Vujdanovic an den schwachen Schuh und unbedrängtes Tor schieben. 5 Minuten gespielt, 1-0 für den SK Sturm Graz. Super, Imre. Mega wichtiges Tor. Eher defensiv ausgerichtet. Ich weiß nicht, was wir sind, aber wir wollen Druck machen. Ich bin drücken und Kopf den somit über das Dorf. Wir wollen Druck machen, das ist mir wichtig. Torhüter Lukas Königshofer schlägt weit ab. Okay, soll er. Allah setzt sich im Laufduell gegen Milan Dudic durch. Hängt jetzt allein auf Torhüter Michael Kranz zu. Gibt nicht auf, gewinnt entscheidende Zentimeter und kreuzt den Ball von hinten noch ab. Okay, super. Also es ist ein Zweikampf zwischen Dudic und Allah, um genau zu sein. Aber und jetzt eine Mega-Chance. Nach einer Flanke von der linken Seite durch Vodanovic kommt Botul völlig frei zum Kopfball. Aber Königshofer kann mit einem guten Reflex diese große Chance vereiteln. Und auch trotzdem noch mal auf schnell. Und ja, jetzt geht es ziemlich schnell dahin, weil hier einfach nichts passiert. Ich habe jetzt übrigens nur umgestellt, dass der Text hier unten schneller gehen soll.
Nicht, dass das dort oben, das war schon die ganze Zeit so. Aber jetzt gut, der versucht das aus der Drehung, aber der Schuss des Stürmers ist so schwach und eine leichte Beute für Kratze. Und jetzt ein schneller Angriff von Sturm. Buck weiß zunächst vorbei und schrammelt dessen Versuch in der Mitte landen. Bodul missliegt aber völlig. Auch schade. Kann der ja nun für einen eindringenden Strafraum hindern. Okay. Links landet auf den Kopf und sammelt doch Lukas Königshoff braucht gegen den Kopf. Das Mittelfeld der um vollkommen nicht einzugreifen. Schade. Weber spielt sehr Mannschaftstitel und passt zu Stabitsch, das selbst zu schießen. Und es gibt jetzt die gelbe Karte für Niko Vujadinovic. Ich kann den Namen noch immer nicht aussprechen, aber. Und Eckball von rechts von Bukwa gewinnt das Kopf, allerdings auf Kosten einer weiteren. Der nächste Eckball, und zwar von Bukwa, zweiter in diesem Spiel, kommt genau auf den Kopf von Sabic, der vollkommen freistößt. 2-0, yes! Super SK. Super Imre. Ich habe vor der Partie wirklich überlegt. Hier seht ihr das Doppelpack Imre. Jepic. Ich habe vor der Partie überlegt, wirklich Sabic hier auszuwechseln. Ja, Leute, gibt es jetzt nur noch den Sieg. Und der wäre mega wichtig einfach. Ein Dreier jetzt hier. Wo gehen überhaupt die Angriffe? Wir sind rot. Hier 3-3. Und durch die Mitte gehen wirklich weniger. Mit einem Aufsitz kleiner Verwirrung. Verwirrung im kurze Distanz ab, aber Königshofer ist zur Stelle. Okay, schade. Und jetzt die Chance für uns. Wiederum die linke Seite. Steht da die. Kopf das aber knapp am links vorbei. Können jetzt, nachdem er eher über die linke Seite gehen, den Einsatz vielleicht ein wenig zurückschalten. Dann machen wir das hier. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen wollte, aber Clem vielleicht nochmal bringen. Ne, machen wir aktuell noch nicht. Weil es ja jetzt Eckball für Rapid Wien gibt. Und kein Problem für Madl. Super. Aber jetzt eine scharfe Raumgabe von Adulcihi. Okay. Das Stadion ist ausverkauft. Okay. Und jetzt eine Chance für uns. Ecke von links. Bukwa. Der Kopfballchance für Sabic, aber er fehlt das Tor um 2 Zentimeter. Wem bringen wir? Bringen wir Clem noch, um dem seine Form nicht kaputt zu machen. Und keins. Rupa keins gespielt. Auch jetzt wechselt der, na, da muss ich auch wieder wechseln. Und ich bringe Sokuto Basu. Ich will nämlich noch, dass dieser Sabic, der Imre Sabic, mit einer hohen Flanke auf Futanovic und mich halt nicht sinnvoll verarbeiten kann. Ich will nämlich, dass Imre Sabic vielleicht noch das den Hattrick schießt, denn ein Hattrick, da ist dann erstens hier so eine mega geile Grafik und zusätzlich bringt ein Hattrick bessere Moral, glaube ich zumindest. Auf Manuel, irgendein halb hoch in die Mitte, boxt Leder weg, aber direkt vor die Füße von Buck war das ein Schuss bei genau in die Ecke Tor. 3-0. Ja, jetzt kann man hier teilweise sogar etwas auswechseln. Teilweise. Ja, da geht nichts mehr für die Wiener. Ich kann hier theoretisch, ich will aber Sabic noch auswechseln. Aber hier Madl eine mega geile Form und die will ich nicht kaputt machen. Da bringen wir noch Hütter als jungen Mann. Und jetzt übernehmen wir noch schnell die Kontrolle. Klar, im Mittelfeld geht es beim Esker Sturm gerade schnell. So gut, Basso macht den Ausrichter, wenn Hacken zu viel sind. Hütter für Madl. Vielleicht kann Sabic nochmal den Hattrick machen. Ich finde es toll. Pichler geht bei einer Flanke von Klem auf Nummer sicher und klärt bei Kopfzeuge. Bukwa wieder in diesem Spiel. Abwehr geht auch diesmal so rein. Jetzt sind wir nochmal beim Drücken. Und will sie mit da anfallen und sieht dafür gelb. Nachspielzeit 1 Minute. Vollen Angriff. Gelb für den Rapidler, aber ich glaube,
Das dürfte es gewesen sein.